Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute zum Thema Herpes. Immer wieder der Herpes. Eingeladen habe ich meinen Partner Felix Perzel. Hallo, du hast hier ein Beispiel mitgebracht von einer Klientin, glaube ich, die immer wieder mit Herpes belastet war. Genau. Also Herpes-Infektionen von außen kennen ja viele. Ich hatte auch früher häufig bei Stresssituationen hatte ich einen Herpes von außen. Wichtig ist ja erstmal zu verstehen, dass das nicht unbedingt heißt, dass da irgendein massives Problem im Inneren ist. Es kann sein, aber es muss nicht. Exemplarisch steht dieses Beispiel von der Klientin für Fälle, die uns immer wieder begegnen mit Menschen, die sagen, ja, aber warum habe ich denn immer wieder ein Herpes? Meistens ist es ja so, dass sie es entweder den Herpes labialis an der Lippe haben oder den genitalis im Genitalbereich. Und das ist natürlich etwas, was die Leute massiv stört. Das heißt, hat man den im Lippenbereich, dann sehen zwar die Leute, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ist im Genitalbereich ist es schon ein Bereich, wo es natürlich extrem unangenehm einfach für die Leute ist. Und diese Klientin hatte sich jahrelang auf die Suche begeben, was ist denn die Ursache davon? Warum kommt denn immer wieder dieser Herpes? Und hat verschiedenste Therapien gemacht, sowohl über Infusionen, Nahrungsergänzungen, alles Mögliche aufgefüllt. Aber der Herpes kam immer wieder. Dann ist sie in eine andere Richtung gegangen, hat Bioresonanz gemacht, man hat versucht, die Informationen da umzukehren des Herpes. Und das hat kurzzeitig geholfen, aber es kam immer wieder. Das heißt, sie hatte immer wieder das Problem, dass gerade auch im Genitalbereich es immer wieder dazu kam und den wollte sie loswerden. Und durch Zufall hat sie dann eben von der Möglichkeit erfahren, dass wir eben mit dir zusammenarbeiten, dass sie sich über ein Porträt testen lassen kann und dass wir eben mit dem RiveTech-Gerät die Möglichkeit haben, zu schauen, ist der Herpes ein Problem? Und wenn ja, wie kriegen wir in den Griff? Und bei ihr war es so, dass wir eben wie immer einen ausführlichen Befund geschrieben haben, so dass du gut auf der Grundlage testen kannst. Und bei ihr kam tatsächlich raus, dass sie 140 RiveTech-Behandlungen brauchte, was erstmal ja sehr viel ist. Spannend dabei war aber, dass sie natürlich erwartet hätte, dass 139 davon Herpes waren. Es waren aber gar nicht so viel. Das heißt, sie hatte schon ein systemisches Herpes- und Epstein-Barr-Problem. Aber nur etwa 40 Sitzungen der 140 waren eigentlich gezielt für diese Herpesviren. Und trotzdem ging es natürlich darum, systemisch zu agieren. Das heißt, wir haben dann mittels dem RiveTech auch viel das Nervensystem behandelt. Wir haben den Darm dadurch behandelt. Da waren eigentlich die Baustellen, die darauf hingedeutet haben. Und der Herpes von außen war dann nur das Signal. Ich sage mal so die Motorkontrollleuchte im Auto, die sagt, hallo, hier stimmt irgendwas nicht. Bitte mal nachschauen. Mhm. Bisher wurde halt versucht, diesen Herpes einfach stillzulegen, zu sagen, jetzt quatsch nicht dazwischen, dich brauche ich gerade nicht. Und wir haben eben geschaut, okay, worauf will der hindeuten? Bei ihr war es, wie gesagt, ein Thema im Nervensystem, im Lymphsystem, wie auch im Darm, was wir mit dem RiveTech, aber nicht nur mit dem RiveTech behandelt haben. Das Ganze ging über mehrere Monate. Sie war da sehr diszipliniert, sehr konsequent, hat auch alles das umgesetzt, was wir ihr gegeben haben und hat natürlich mit deinen Stoffwechselkomplexprodukten gearbeitet, um diese ganzen Themen aufzufüllen und zu therapieren. Und wir haben 3-4 Monate etwa gebraucht, bis wir wirklich an dem Punkt waren, dass sie sagte, sie hat seit Monaten kein Genitalherpes mehr gehabt. Und auch bis heute ist es so, dass sie herpesfrei von außen, sage ich mal, geblieben ist. Noch dazu haben sich aber auch Symptome erledigt, mit denen sie gar nicht gerechnet hätte. Also ihr Hauptaugenmerk war natürlich auf den Herpes. Das störte sie, das wollte sie weghaben. Wenngleich ihr schon bewusst war, dass das irgendeine Ursache haben muss. Mit dem Behandeln der Ursache sind auf einmal viele andere Probleme besser geworden, sei es eben im Verdauungsbereich, sei es aber auch vom Stress her, vom Nervensystem her. Und das hat ihr natürlich sehr gut gefallen in dieser Therapie. Ne? Ist ja bei vielen Geschichten, wo man im Unterleib, ob jetzt Männlein oder Weiblein, hat der Darm eine ganz zentrale Rolle dabei. Erstens mal von der Distanz, schon da von der Energie und von der Schwingung. Wenn der Darm nicht gesund ist, ist von der Schwingung her schon der ganze Unterleib nicht gesund. Die Eierstöcke sind ja ganz in der Nähe vom Dünndarm. Und das sind natürlich alles Themen, die wir wissen, dass das energetisch ganz, ganz nahe beieinander sind. Du hast erwähnt, dass viele Stoffwechselprodukte, waren das
3 Monate, 4 Monate Stoffwechselprodukte? Es waren etwa 3, 4 Monate, wobei es auch immer so war, dass wir von Monat zu Monat natürlich aktualisiert getestet haben, was muss sie am RiveTech tun? Das heißt, welche Programme brauchte sie? Und das hat sich natürlich verändert. Das heißt, wir haben anfangs angefangen, die Viren zu behandeln. Später sind wir dann eben auf den Darm und das Nervensystem gegangen und so hat sie jeden Monat eine aktualisierte Therapie von uns bekommen durch deine Testung und hat eben 3, 4 Monate auch jedes Mal aktualisierte Empfehlung für deine Stoffwechselkomplexprodukte bekommen, die anfangs eben auch im Entgiftungsbereich lagen, später im Aufbau über den Darm und über das Nervensystem. Und das über diese Zeit von etwa 3, 4 Monaten, bis sie dann in die Prävention gehen konnte. Ah, okay. Mhm. Auch sie ist dann später in die Prävention gegangen? Genau, also das war im Prinzip für sie auch ganz entscheidend, weil Therapien hatte sie viele schon ausprobiert, nur das Problem lag in erster Linie darin, dass sie schon fühlte, es ist ja rein symptomatisch, aber sie kannte keine Alternative. Und Nummer 2 war immer, wenn die Therapie abgeschlossen war, wobei sie, wie gesagt, nie eine wirkliche Verbesserung an ihrer subjektiven Baustelle Herpes fand, war die Frage, ja und jetzt, was mache ich denn jetzt? Und darauf wurde wenig Augenmerk gelegt, sondern es war immer so das Augenmerk drauf, die Probleme, die Leute kommen mit einem Problem, dann, ich sage jetzt mal böse, pumpt man sie voll mit Infusionen, Nahrungsergänzungen, dann wird sich das schon verbessern und dann schnell zum nächsten. Und das hat ihr auch in unserer Therapie gefallen, dass wir auch ein Augenmerk darauf legen, wie auch du da eine sehr große Wichtigkeit siehst, präventiv in Zukunft zu agieren. Und da ist sie einfach jemand, die auch sehr konsequent das Ganze umsetzt und weiter einnehmen möchte. Was hat das für positive Nebeneffekte? Du hast mal so kurz angedeutet, Lymphe und Verdauung. Was hatte sie denn dort für Probleme? Im Prinzip waren es für sie gar nicht so massive Probleme, weil sie hat es gar nicht so wahrgenommen. Sie hatte den Fokus auf den Herpes gelegt und sagte, der stört mich, der soll weg. Und im Laufe des Gesprächs, was wir dann anfangs hatten, kam dann auch raus, dass sie eben eine sehr unregelmäßige Verdauung hatte, dass irgendwas da nicht passte. Aber das war für sie schon fast normal, weil sie sagte, ist ungefähr Anfang, Mitte 60, ja, aber alle meine Bekannten haben das doch auch, das ist doch normal. Und sage ich, nein, das ist häufig, aber nicht normal. Ne? Genauso wie viele mit in dem Alter schon verschiedene künstliche Gelenke haben und dann zu mir als Osteopath kommen und sagen, ja, aber das ist ja normal. Und sage ich, nein, das ist nicht normal. Nur weil alle ihre Nachbarn das haben, heißt es nicht, dass es normal ist. Es ist sehr häufig, das stimmt, aber es ist nicht normal. Und das heißt, über dieses Thema hat sich einmal der Darm reguliert. Das heißt, sie hat eine deutlich regelmäßige Verdauung gehabt. Sie hat keinerlei Beschwerden damit mehr gehabt. Da ging es auch in die Richtung, dass sie manche Nahrungsmittel nicht gut vertragen hat, aber alles relativ subtil. Das heißt, sie dachte, ja, das passt zwar nicht, aber das störte sie nicht. Ihr Augenmerk war immer auf den Herpes. Trotzdem, rückwirkend betrachtet, sagt sie natürlich, das ist ja toll, dass ihr euch nicht nur um den Herpes kümmert. Das heißt, sie hatte einmal die Verbesserung im Darmbereich. Sie hatte immer wieder auch mit geschwollenen Extremitäten zu kämpfen. Also eben sprich, dass das Lymphsystem wahrscheinlich in irgendeiner Form überlastet war. Das ist nicht mehr aufgetreten. Und sie war auch vorher sehr, ich sag mal, stressanfällig. Wir alle haben Stress und das ist nichts Gesundes. Aber wir müssen ja irgendwie versuchen, damit umzugehen, zu leben zu können. Und das war eben etwas, wo sie wirklich eine Verbesserung gespürt hat, dass sie in Situationen, wo sie sonst völlig am Durchdrehen war, mehr in der Ruhe lag. Es ist ja ein spannendes Beispiel, weil es zeigt einmal mehr, dass die Leute mit dem Fokus von einer Krankheit kommen und auch natürlich zu dir kommen. Und das heißt, sie sind total fokussiert auf ein Thema. Und es ist nie das Thema, das versuche ich natürlich in allen meinen Sendungen immer wieder zu propagieren, die fehlende Gesundheit. Exakt. Also die fehlende Gesundheit ist nicht eine Krankheit, sondern es ist ganz, ganz breit gefächert und das sind ganz, ganz viele Themen, die miteinander verflochten sind. Und das ist ein schönes Beispiel, weil du ja gesehen hast, nur 40 Therapien von 140 waren gegen das Problem. Mhm. Und 100 Therapien, aber hat sie ja dann wirklich auch 140 gemacht? Sie hatte ein paar weniger gemacht, aber es waren so um die 120 schon am Ende. Das ist auch ein gutes Beispiel, weil das sehr selten ist, muss ich ganz klar sagen. Bei den meisten Problemen ist, wenn der Virus weg ist, wenn der Hauptverursacher weg ist, dann braucht man nicht mehr so viele Sitzungen oder die Sitzungen reduzieren sich recht schnell. Und dieses Beispiel hat doch ganz klar gezeigt, sie hat eine ganz breite Problematik und nicht nur eine Herpesproblematik.
Problematik. Sie hat eine ganz breite Problematik. Und das ist auch ganz schwierig, den Menschen klarzumachen. Es sind ganz viele kleine Bausteine und Mosaiksteine, die fehlen oder die nicht mehr richtig funktionieren. Und wie du richtig gesagt hast, und man hat sich daran gewöhnt. Mhm. Nach 60 Jahren sagst du, ja, das ist ja normal. Mhm. Eben, und es ist ja nicht normal. Also das heißt, ich kann ja das sagen, weil ich über 60 bin. Also mit 60 kann man noch genauso gesund sein wie mit 40. Es ist einfach klar, ich habe nicht mehr die gleiche Kraft, ich habe nicht mehr die gleichen Muskeln und die gleiche Geschwindigkeit. Das ist klar. Aber ich bin 100% leistungsfähig in jeder Form. Ich kann mich noch bücken, ich kann noch Gewicht tragen und all die Sachen. Ich habe noch eine gesunde Verdauung. Ich kann noch denken, ich kann reden. Schwatzen tue ich gern, wie du weißt. Aber es geht darum, das Bewusstsein für die Menschen, dass das die fehlende Gesundheit, ja, die langsam schwindet, dass die eigentlich nicht normal ist und dass wir hier ansetzen müssen. Und das Thema ist halt immer wieder Herpes. Warum haben wir die Sendung so genannt? Weil das genau das ist, was die Leute stört und das andere nicht. Und deshalb reden wir zu zwei Dritteln dieser Sendung über das andere, das eigentlich genauso wichtig ist, dass du dich fit fühlst, dass du das Gefühl hast, du bist ein vollständiger Mensch, du bist nicht mehr randständig, weil du wirst ja im Alter, wirst du einen an den Rand gestellt, bis du die Klippe runterfällst. Ja. Also so stelle ich mir das vor, oder? Und wenn ich etwas ganz sicher nicht wähle, ich muss auch die Klippe runterspringen, aber ich möchte es dann selber tun irgendwann oder ganz fein einschlafen. Es geht um den Weg dort, aus der sozialen Gemeinschaft ausgegrenzt zu werden, weil du so und so viele Probleme hast, die du nicht mehr lösen kannst, weil es zu viele sind und die dann dich im Altern natürlich eingrenzen und die dann eigentlich das wirkliche Problem sind vom Altern. Du bist plötzlich nicht mehr fähig, alleine auszuhalten. Du musst in ein Altersheim gehen oder in ein Pflegeheim, sogar noch schlimmer. Und das ist für mich, und deshalb habe ich auch die ganze Praxis so gemacht, ich habe mein ganzes Präventionssystem von Formslim so gemacht, weil für mich das Wichtigste ist, auch dir und Therapeuten weiterzugeben, dort den Fokus zu legen, dass die Leute gesund bleiben dürfen. Und für mich ist es immer sehr eindrücklich, wir haben verschiedene Beispiele in unserem Leben, wo wir es ganz klar erkennen, aber bei unserem Körper kennen wir es nicht. Deswegen versuche ich den Leuten immer mitzugeben, wenn man mit seinem Auto, jeder verfügt ja meistens über ein oder zwei Autos mittlerweile, über die Autobahn fährt und es blinkt die rote Mutterkontrollleuchte, dann würde jeder anhalten und sagen, ich rufe als erstes den ADAC, denn ich bin ja kein Mechaniker. Und wenn denn der kommt, metaphorisch gesprochen, und fragt, was kann ich denn für Sie tun, dann antworten die meisten, ja, die Mutterkontrollleuchte leuchtet und ich möchte nicht mehr, dass die leuchtet. Und sagt er, okay, kein Problem. Geht jetzt am Armaturenbrett, dreht die Leuchte raus und sagt, sehen Sie, leuchtet nicht mehr. Dann sagt sie, ja, Sie sind lustig. So ist es natürlich nicht gemeint. Ich weiß doch, dass die Armaturenleuchte auf ein Problem im Motor hindeutet. Und da will ich, dass Sie schauen. Ach so, ja, sagen Sie es doch gleich. Und genau so sehen wir eben solche Symptome wie ein Herpes. Das ist diese Mutterkontrollleuchte. Meistens, weil es der einfachere Weg ist, wird die Leuchte rausgedreht durch verschiedenste Probleme oder verschiedenste Lösungen einfach. Wir gucken eben, was ist denn im Motorraum, was diese Leuchte zum Leuchten bringt. Denn wenn der Motor funktioniert, dann gibt es ja keinen Grund, dass das Armaturenbrett leuchtet. Und eigentlich am Auto ganz sinnvoll und ganz logisch, aber an uns sehen wir es meistens nicht. Genau. Das ist auch ganz wichtig, dass die Therapeuten lernen, weiterzudenken und nicht schon weiter am nächsten Klienten sind, der wieder mit einer Krankheit kommt, sondern dass sie an und für sich am Ball bleiben und sagen, lieber Klient, wie wäre es denn, wenn wir jetzt gesund bleiben. Absolut. Wo findet man dich? Am einfachsten findet man uns unter der Website www.energielos.de. Wir fokussieren uns vor allem auf gesundheitliche Beschwerden, die mit Energielosigkeit einhergehen, was natürlich ein breites Spektrum ist. Auf der Website gibt es zahlreiche Informationen. Sie können sich einen kostenlosen Ersttermin telefonisch sichern, um uns kennenzulernen, wie auch uns per Mail oder per Telefon direkt erreichen. Gut, herzlichen Dank, Felix. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank. Also immer wieder Herpes, einfach als Signal. Alles andere ist genauso wichtig. Besten Dank und tschüss und auf Wiedersehen.